Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco die 78088 aus. Eine AE 36 der SBB natürlich. Schneide ich hier zusammen. So. So, da ist das gute Stück. Ist dann doch schon etwas dicker, die Verpackung, muss ich sagen, von den anderen Loks. So zum Vergleich ist es schon. Ist es schon was Besonderes. Ja, wahrscheinlich wieder so ein. Ja, so eine Edition. Was extra. Irgendwie nur für einen ganz bestimmten Tag oder so gemacht wird. Sowas ist das. Also hier eine A. Das steht da gerade gar nicht. Auf jeden Fall so sieht die aus. Artikelnummer ist das. Wechselstrom. Ja. Hier steht Rocco Edition mit einem roten Schweizer Streifen hier. Dann der E361 10639 oder wie man das auch ausspricht. Oder wie man das halt sagt, so einzelne Zahlen oder so, das weiß ich jetzt nicht. Von der SBB. Ja, das war doch eigentlich schon alles. So, ist auf jeden Fall von einer ganz normalen Rocco-Verpackung etwas größer. Sehr wahrscheinlich sind dann noch so Informationen vom echten Modell oder so dabei. So. So. Gut, dann ist hier das, die ist in einer Vitrine drin, Mann. Hier, Vitrinenmodell. Wir wollen die natürlich nicht in der Vitrine haben, da muss ich mal schauen, ob die, wie man die da abbekommt. Ja, das kann noch spaßig werden. So. So. Okay, hier noch für Soundlogs, für die Soundausführung ein Hinweis. Es gilt nur für die Soundlogs, steht hier. Ja, das muss man sich dann noch beim Anmelden sauber durchlesen. Also man sieht es da drin erstmal so aus. Hier liegt so geschwungen die Betriebsanleitung drin. Hier sind noch Zugriffsteile. Keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So. Ja, und so haben wir die jetzt mal raus. Ah, hier sind noch mehr Zusatzteile. Hatte gedacht, die wäre schon, weil es ja ein besonderes Modell wäre, schon alles drin, aber nein. Da habe ich mich schon gefreut, mal nicht. Das ganze Gefummel leider dran, aber hier sind noch Bremsschläuche und hier die
Die Haken an den Kupplungen. Kupplungen sind dabei, das sind die meine Stabkupplungen. Dann ist hier die Betriebsanleitung. Ist überschaubar. Steht, wie man einen Schleifer wechselt. Ja. Also alles ganz normal eigentlich noch. So, aber jetzt kommen wir erstmal zur Lok. Ich weiß nicht, wie ich die da rausbekomme jetzt. Hier siehst du schon ganz, ganz schön aus. Ja, es spiegelt jetzt halt ein bisschen. Mal schauen hier. Ah. Okay. So, was muss man zuerst machen? Also zuerst glaube ich das unten ab. So. So, dann habe ich schon mal die Lok befreit, sozusagen. So, jetzt hat eigentlich nur noch das ist da drin. Jetzt hat eigentlich nur noch hier das hier, glaube ich, aufschrauben. Dann sollte das doch eigentlich abfallen, oder? Das war schon. So ist die befreit. So. Ja, diese Lok hier hat im Gegensatz zur AE47 der SBB eine Antriebsachse weniger. Also die AE36, die hier, hat eine Antriebsachse weniger. Und hatte daher, war daher eher für die leichten bis mittleren Güter- und Personenzüge gedacht. Und eher im Mittelland, also ja, Gotthard gehört jetzt nicht zum Mittelland. So. Von 1921 bis 1929 kommen insgesamt 114 Einheiten in den Bestand der SBB von diesen Loks hier. Ja, die Lok hatte ein Einzelachsantrieb von BBC Buchli. Ich schreibe den ganzen Text nochmal unten in die Beschreibung. Das mache ich bei jedem Unboxing, falls ich mich da mal verspreche oder so. Oder mal was nicht richtig aussprechen kann, damit das halt richtig dann dasteht. Und den Gelenkhebeln. War die Lok äußerst erfolgreich und wurde für viele Jahrzehnte noch eingesetzt. Ja, wir haben ja so eine noch. Ich glaube, wir haben die AE47.
Dann haben wir nämlich gleich einen Vergleich. Und da rollt die Schraube. So, da holen wir sie mal. Da ist sie. So, das ist die. Ja, da ist die AE47. Auch von Rocco. Die hat 4 Antriebsräder. Da die hier nur 3 hat. Ist etwas kürzer, etwas kleiner. Ja. Ja. Das sind eigentlich die großen Unterschiede zwischen den beiden Loks. Die Länge und die Antriebsachsen. Dann natürlich mit den Antriebsachsen auch die Stärke. Also die Zugkraft. Mittelland und die auch eher Gott hat. Mit mehr PS unterm Hintern. Ja, ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Ja, schöne Weihnachtsfeiertage. Schönen 24. Wenn das Video davor hoffentlich noch rauskommt. Und ja, ja, schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns beim Farbvideo dieses Schmuckstück wieder oder beim anderen Unboxing oder bei anderen Videos wieder. Ciao.